Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meyer. Geschätzte Freunde guter Getränke, ich bereite gerade ein Tasting für Samstag vor, ein kleines privates Tasting, also privat, es ist schon im Lillion, aber es ist sozusagen nicht öffentlich, man kann keine Tickets kaufen, es ist für eine Firma. Und tatsächlich ist es so, ich weiß, im letzten Jahr haben wir auch im Lillion sehr viele Tastings gemacht, wir machen mittlerweile ja immer unser, was sehr gut angenommen wird, die Cocktail Flights im Pine Room. Und ich kriege ab und zu mal eine E-Mail, wann gibt es dann wieder Tastings. Ich schwöre, ich versuche, es ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir auch diese ganzen neuen Hotelprojekte machen. Und es ist tatsächlich irgendwann, gerade wenn ich sie mache, ist es einfach ein Zeitproblem. Aber ich bin gerade dabei, Termine rauszusuchen. Und wenn Sie mal ein Tasting mit mir machen wollen, das ist hier oben immer im Pine Room, in der Regel 2-3 Stunden mit nettem Ausklang. Oh, hier fliegen noch die Mails rein. Ich mache mal den Ton aus. Mit nettem Ausklang. Und wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, dann müssten Sie sich auf unseren Newsletter eintragen von den Empfehlungen eines Trinkers. Darüber annoncieren wir die in Kürze. Das ist www.trinken.jrgmyr.net und dort auf den Newsletter. Und dann kriegen Sie Bescheid. Also ich denke mal, so 2-3 Termine hoffe ich in Kürze machen zu können. Und dann freue ich mich natürlich, wenn Sie dabei sind und hier mal sozusagen die Gesichter zu den Ohren, zu den Hörern zu sehen. Und ich bereite gerade dieses Tasting vor, ist tatsächlich eine der lustigsten Firmen, die ich auch schon länger kenne. Die Firma heißt Zack Dun. Ich weiß nicht, ob Ihnen Zack Dun was sagt. Das ist so ein bisschen auch meiner Trinkherkunft geschuldet, meinem Aufwachsen in Niedersachsen. Da ist das plattdeutsche Wort für betrunken sein, heißt Dun. Und anscheinend haben die sich, ehrlich gesagt, haben wir nie darüber gesprochen, ob die Inhaber auch niedersächsische Wurzeln haben, müsste dann ja vielleicht so sein. Und Dun bedeutet also betrunken und ich weiß nicht, wenn Sie das so kennen, also wir sind ja, ich weiß nicht, wie Sie konditioniert wurden, also ich kann Ihnen schwören, es ist nie zu spät, nie, das gute Trinken anzufangen, aber natürlich haben wir alle und auch der letzte arrogante Barkeeper, der Ihnen heute irgendwas versucht, an der Bar arrogant zu erklären, wie toll die Barkultur ist und dass Sie kein Benehmen haben und der ganze Quatsch, der hat auch mal klein angefangen, wahrscheinlich mit Korn Cola oder Korn Fanta, so bin ich konditioniert worden, das waren dann so die besten Geneva, das war noch, ich weiß nicht, ob Sie diese kleinen fruchtigen kennen, was es jetzt so alles gibt, früher gab es noch nicht so eine große Auswahl, da musste man noch Bessengeneva trinken, Bier oder Korn mit Cola dann. Das war dann sehr neuzeitlich, diese Mischung. Ich habe dann Fanta bevorzugt. Aber ich muss gestehen, diesen Namen von der Firma Zack Dun finde ich großartig. Zack bedeutet natürlich einfach schnell und das ist auch so die, ich weiß nicht, wenn man das kennt, wenn man so auf Plattdeutsch früher, weiß nicht, auf den Schützenfesten oder so gestanden hat und man sich so unterhalten und okay, dann war ich Zack Dun. Also ich war schnell betrunken. Das passiert manchmal. Das ist so ein Ausdruck für Ups. Ich war betrunken. Also das finde ich sportlichen Firmennamen. Mich freut das sehr. Also sozusagen Lieblingscompany. Wir feiern 50 Jahre hier mit den CEOs und Freunden der Geschäftsleitung. Und ja, großes Vergnügen. Und für dieses außergewöhnliche Tasting sehr guter Gäste habe ich unter anderem rausgesucht einen Lieblingsdrink der Geschäftsleitung. Und zwar ist das der Royal Bermuda Yacht Club. Wenn Sie Rum mögen, puh, das ist wirklich gut. Andererseits auch ein Drink, den ich schon 2-3 Mal in der Bar bestellt habe und ganz unterschiedlich bekommen habe. Weiß ich nicht. Wir halten uns da so ein bisschen an Ted Haig. Ted Haig ist ein ganz fantastischer Mensch, der macht eigentlich in Hollywood Filme und recherchiert so Kulissen und ist so ein Nerd und also ist ein Cocktail-Freak. Und der hat vor 10, 12 Jahren ein super Buch geschrieben, Forgotten Classics, oder ich lege es in die Show und ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt. Wie gesagt, der arbeitet sich in alle Themen groß ein und ist eigentlich sozusagen, gerade bei Filmen und anderen Sachen, macht er Recherche und sorgt dafür, dass alles original ist und deswegen ist er natürlich sehr auf Details bedacht. Und dieses Buch ist wirklich, also in meiner Welt ist eines der Meilensteine der Bargeschichte. All das, was wir heute wieder viel trinken, haben wir ganz viel diesem sehr bescheidenen Ted Haig zu verdanken, der tatsächlich früher, da haben wir uns alle so ein Online-Forum rumgetummelt, da gab es ganz früher das Cocktail-Forum bei AOL, das ist wirklich schon 15 Jahre her, dann gab es den Drinkboy, dann gab es noch so eine Überrettung des Drinkboys, die Chanticleer Society, das hat nie so richtig gefunzt, aber dann kamen langsam die sozialen Netzwerke. Aber ganz früher hat man sich mit Drinks-Enthusiasten in
Chaträumen unterhalten. So habe ich angefangen, sozusagen mich auszutauschen. Und das war auch wirklich nachhaltig und gut. Und dieser Ted Haig hat tatsächlich sehr viel früher veröffentlicht. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, ich habe ihn ein paar Mal auch auf Barshows getroffen, so vor 8 Jahren. Und dann haben wir in London lustig trinken und so. Aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Also ich sehe, er macht noch ein bisschen was, aber ich glaube, er hat einfach seinen Fokus wieder ein bisschen, ich glaube, er trinkt jetzt einfach gut. Er hat das einmal so für sich erforscht und einen Strich drunter gemacht und trinkt jetzt einfach gut. Und das ist es ja auch. Man muss ja auch nicht so komplett drauf abnörden. Am Ende des Tages ist es ja einfach keine Raketenwissenschaft. Und er hat ganz viele Drinks ausgegraben, unter anderem diesen Royal Bermuda Yacht Club. Und er schreibt dazu, ich habe das mal rausgesucht, The Royal Bermuda Yacht Club was established in 1844, largely by officers in the British Army 20th Regiment stationed in Bermuda. Lass mal ein bisschen aus. This drink is a very simple and early example of Trader Vic's Bourgeon Tropic Oriented Repertoire. It's a small cocktail and ought to keep it that way. Das ist nämlich... Also ich meinte, manchmal bestellt man Royal Bermuda Yacht Club und es geht wirklich sehr in die Tiki-Richtung. Wie gesagt, der berühmte Trader Vic und andere haben auf diesen Sachen aufgebaut. Und ich sehe das aber tatsächlich mehr als so einen Classic-Shaken-Drink, der in einem kleinen Gläschen kommt und hart und kräftig sozusagen an guten Rum erinnert. Wir haben gerade den Rum gewechselt, das machen wir öfter mal, dass wir die Drinks jedes Jahr neu besuchen, für uns auch gucken, was geht gerade. Und haben jetzt gerade gewechselt zu Eldorado 8 Jahre, was uns hier sehr gut gefällt, der Eldorado 8 Jahre. Dann kommt hinzu, also wir nehmen großzügige Standard-Measurement vom Le Lion, 70 Milliliter oder 7 Zentiliter Rum. Ich versuche mal so für den Konsumenten hier, für den Daumentrinker in Zentilitern zu reden. Wir Barkeeper reden immer in Milliliter. Also wenn Sie hier im Podcast öfter so einen Sprung hören, ich versuche das immer alles auf Zentiliter, aber ich denke, das ist für den Home-Gebrauch ein bisschen einfacher zu verstehen. Ich bin zumindest früher, bevor ich Barkeeper war, immer mit Zentiliter in Berührung gekommen. Manchmal gelingt mir sozusagen, oder vergesse ich das und mache dann den Faktor 10 die Milliliter, weil man hat, irgendwann ist man dazu übergangen, als Barkeeper in Millilitern zu reden, weil das so ein bisschen das englische Maß geworden ist oder das internationale Maß, um sich mit Kollegen aus England und Amerika und so weiter unterhalten zu können. Nun denn, also 7 Zentiliter Eldorado rum 8 Jahre. Dann kommen dazu 2 Zentiliter Cointreau. Wir haben uns hier für den trockenen, fruchtigen Cointreau entschieden. Die Idee ist aber grundsätzlich ein Orange Curaçao, also ein Orange Flavor hinzuzubringen. Und da gibt es viele andere tolle Protagonisten. Dann kommt frischer Limettensaft da rein. Bei uns tatsächlich ein bisschen mehr, 25 Milliliter. Und dann 20 Milliliter vom Falernum. Und das ist eine Sache, wo ich Sie mal um Ihre Meinung bitten möchte. Denn tatsächlich habe ich Falernum ein bisschen aus den Augen verloren. Denn wir benutzen hier die letzten Flaschen von dem großen Torben Bornhöft verlernen. Und die haben früher mal, das war ein Barkeeper von uns, ist mittlerweile Lehrer und genießt, glaube ich, sehr, dass seine Schüler ihm sagen, ey, ich kenne sie von YouTube, sie mixen da Drinks und so, weil er hier früher mal, ich glaube, unter seinen YouTube-Videos vom Lulio sind immer lustige Kommentare, wo steht, das ist unser Deutschlehrer, was ich sehr lustig finde. Und wie gesagt, er hat die Seiten gewechselt, er macht jetzt was halbwegs Seriöses, also zumindest tagsüber natürlich, nachts nicht, ich kenne ja Torben. Er trinkt natürlich heiter weiter, was mich sehr freut, in Maßen sei gesagt und immer gut. Hat einen ganz tollen Blog mit ein paar Kollegen zusammen, das ist die Trinklaune. Man merkt, er hat so einen Hang zu Champagner, man könnte behaupten, die Zeit im Le Lion ist ihm nicht gut bekommen. Ich würde sagen, sie ist ihm sehr gut bekommen. Da sollten Sie unbedingt mal reinschauen, trinklaune.de, das ist wirklich, da schreiben mittlerweile deutlich mehr, so aus dem Umfeld und Freunde von Torben und aus der Ecke und das ist wirklich lesenswert. Das ist eine der wenigen, wo ich dann ab und zu nochmal das Auge drauf richte, wenn ich die Zeit dafür habe, weil ich mag das, wie sie das machen. Und Torben hat immer, der hat früher zusammen mit Philipp war es, glaube ich, eine Firma gegründet, Forgotten Flavors, so ein kleines Nebenerwerbsunternehmen und hat dann eine vergessene Zutat und deswegen Forgotten Flavors wieder auf den Markt gebracht, nämlich einmal Swedish Punch, was seinerzeit in diesen alten Büchern oder in diesen neuen Büchern, die über alte Drinks geschrieben haben, wie Ted Haig das gemacht hat, tauchten plötzlich Zutaten auf, die es in Deutschland gar nicht gab oder die sehr schlecht waren. Und der andere große Zutat, die er dann sehr lange und auch für uns noch länger gemacht hat und dann gab es noch einen zweiten Versuch, da gab es irgendwelche Abmahnungen, weil sie den falschen Namen genommen haben, wurden sofort verklagt und dann wurde es vom Markt genommen und haben sie es sein lassen, weil es ja eh ein Nebenerwerb war. Und jetzt haben wir noch so das große Glück gehabt, dass er uns noch viel gemacht hat, aber wir haben, glaube ich, so das letzte, jetzt, ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht einfach noch, was davon haben. Ich müsste mal in den Keller gucken. Ich weiß, dass wir so am Ende sind und gerade uns jetzt dem Thema Falernum widmen möchten. Was einige Leute hören, sehr gerne hören. Wahrscheinlich habe ich
sehr charmanten Stammgast aus Berlin. Und ich verspreche hier an dieser Stelle, er hat mir diese Flasche schon vor, ich glaube, 2 Monaten geschickt. Ich mache hier die große Falernum-Folge. Wir müssen über Falernum reden, denn das ist tatsächlich eine der großen Rum-Drink-Zutaten, die man braucht. Und die ist industriell gefertigt, oft sehr, sehr schlecht, was schade ist. Aber tatsächlich gibt es auch sehr, sehr gute Dinge. Das von Torben war sehr gut. Es gibt jetzt, ich habe es noch nie so bewusst gegeneinander probiert. Ich weiß, dass die Jungs, die Revolte rummachen, ein Falernum mittlerweile machen. Dann, wie gesagt, kommt jetzt was aus Berlin. Es gibt ein paar mehr Falernums am Markt. Und ich mich deswegen meine Frage an die geneigten Hörer. Das würde mich interessieren, welchen Falernum benutzen Sie? Welchen können Sie empfehlen? Was wäre so der Falernum, der Ihnen sehr, sehr gut gefällt? Das würde mich sehr interessieren. Falernum ist so eine Idee, es ist alkoholisch. Man sagt, es könnte Batavia Rum sein, Arak oder es ist manchmal auch Rum als Basis. Und dann ist das sozusagen, es ist ein Gewürz für Rum-Cocktails. Und zwar sind da eingekochte Limetten und Gewürze, manchmal Nelken, manchmal ganz andere Sachen. Also die Idee ist, dass das so ein bisschen reduziert wird in eine Art Likör, die auf der Alkohol kommt von Rum. Und dann hat es oft so einen ganz starken Limettenton. Aber es ist, wie gesagt, süß. Es ist ein Likör. Es ist auf der einen Seite ein Süßungsmittel für den Drink, weil auch in unserem Royal Bermuda Yachtrupp finden sie ja keinen Zucker, sondern die Süße kommt aus dem Contro und aus dem Falernum. Und es ist wirklich, wenn Sie einen guten Falernum haben, da können Sie aber eine ganze Menge Rumdrinks extrem gut mitmachen. Und das ist sicherlich eine der wichtigen Zutaten. Gerade wenn Sie rumliegen, da müssen Sie sich wirklich mal da können Sie nicht einfach irgendeinen Falernum nehmen. Da können Sie lieber beim Rum sparen als beim Falernum, würde ich behaupten. Weil bei Rum findet man nur noch was Gutes, was nicht so teuer ist. Ich befürchte, man könnte besser in den Falernum investieren. Mich würde nur sehr interessieren, welchen Falernum Sie benutzen. Royal Bermuda Yacht Club. Vielleicht auch haben Sie ein anderes Rezept. Manchmal gibt es noch Bitter da rein, manchmal gibt es noch unterschiedliche Varianten. Ich schreibe mal mein Rezept hier oder unser Rezept vom Le Lion hier in die Shownotes. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie rummögen, bestellen Sie mal. Fragen Sie vielleicht, welcher Rum. Sollte ein bisschen was Gereiftes sein, der sollte sehr rumbetont sein. Das ist wirklich eine Art und Weise, guten, kräftigen, alten Rum fresh zu trinken sozusagen. Mir gefällt das extrem gut. Ich hoffe hier heute unseren CEOs von Zakdun auch. Jetzt muss ich tatsächlich, also ich bereite nur vor, aber am Samstag. Jetzt muss ich hier leider tatsächlich mich um andere Dinge kümmern, aber das würde mich interessieren. Lassen Sie mich wissen, was Ihr Falernum ist. Probieren Sie einen Royal Bermuda Yacht Club. Seien Sie ein bisschen vorsichtig, wenn das so in die Richtung Tiki geht oder sehr bunt oder sehr großes Glas, sehr viel Eis. Befürchte ich, ist ein bisschen missverstanden worden. Es gibt so Varianten, die in die Richtung gehen. Ich mag sie lieber ein bisschen klassisch reduziert. Und genießen Sie das. Und ganz, ganz wichtig, Sie wissen es. Und das ist egal, wie Sie angefangen haben, ob mit Facco, Fanta Korn oder mit Eierlikör müssen wir, glaube ich, auch noch servieren. Das war so ein Wunsch vom CEO, den müssen wir auch noch hübsch machen. Jeder hat so seine kleinen Sünden, aber das Wichtige ist, trinken Sie weiter und viel, viel wichtiger, trinken Sie gut. Alle weiteren Empfehlungen eines Trinkers finden Sie auf trinken.jrgmyr.net und dort finden Sie auch ein Newsletter-Sign-in und ich würde Sie bitten, gerade wenn Sie im Großbereich Hamburg wohnen, sich dort einzutragen, denn über die Newsletter spreche ich Einladungen zu Trinkveranstaltungen rund um Hamburg aus, denn lass es alle Theorie, es geht natürlich auch ein wenig um Praxiserfahrung. Bis dahin.